Mit diesen drei Tipps, die du in diesem Video bekommst, schaffst du es, unaufhaltbar zu werden. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus der Serie Beam Up Your Business mit der großartigen Conny Liff und meiner Wenigkeit, der Martin Zimmermann, Business Life Coach. Ich helfe Coaches, Beratern und hilfsbereiten Menschen, ihr Geschäft auf Vordermann zu bringen und erste zahlende Kunden zu finden. Und Conny Liff, stell dich doch ganz kurz vor, Conny, mit wem wir es hier grandioserweise zu tun haben. Danke, Martin. Ja, ich bin Conny Liff, ich bin die Gründerin von Soul Voice Sound. Gib deiner Seelenstimme Freiheit und Ausdruck. Ich begleite Sänger und Sängerinnen, Songwriter, stimmfrei, blockadefrei zu werden mit ihrer Stimme, so wollte ich sagen. Und natürlich auch deine Message, wenn du das hörst, in diese Welt zu bringen, weil die Welt braucht jetzt dich und deine Musik. Und heute geht es um Break My Strike. Geiler Song, habt ihr am Anfang schon gehört, ne? Und was hat das jetzt alles mit deinem Leben und deinem Business zu tun? Gebe ich gleich mal an dich wieder ab, Martin. Ja, danke schön. Erstmal dieses Lied oder Musik an sich ist ja eine super motivierende Wirkung auf unser Leben. Wir brauchen Musik, wir wollen Musik, wir leben manchmal auch Musik, so wie du, Conny, um aus unserem Leben diese Stimmung auch herauszutragen, die in uns steht, weil letztlich ist es ja nichts anderes als die Wiedergabe deiner selbst, die du in deiner Musik darstellst. Und Das finde ich spannend. Besonders dieses Lied hat auch einen Doppeleffekt, nicht nur was den Text angeht und die Melodie, sondern auch diesen Sound, ist ja mehr dieser Reggae-Sound. Also hat es diese entspannende Wirkung und gleichzeitig auch aufgrund des Textes eine bekräftigende. Und Break My Stride, warum Break My Stride ist so wichtig, allein schon der Text heißt, wie niemand schafft es, meinen Rhythmus zu durchbrechen. Niemand schafft es, meinen Schritt oder meine Geschwindigkeit zu brechen, zu unterbrechen. Und deswegen haben wir dieses Lied gewählt, weil es ganz einfach wichtig ist, dass du als Unternehmer, dass du als ambitionierter, ehrgeiziger Geschäftsmann, Geschäftsfrau, wie auch immer Musiker, damit in Verbindung gehst, dass du dich nicht mehr von nichts und niemandem aufhalten lässt in Zukunft. Und die meisten Leute wollen das ja eigentlich, dass sie im Leben nach vorne gehen. Sie wollen was erreichen. Ob sie schon definiert haben, was es genau ist, ist noch dahingestellt. Aber auf jeden Fall geht es darum, ja, aus seinem Leben das zu machen, was man wirklich will und was einem im Herzen liegt und sein Leben auch durch seine Kreativität auslebt, zum Ausdruck bringt. So ist es für mich zumindest wichtig. Das ist meine Mission auch, dass ich nicht nur ich selbst das Maximale aus meinem Leben raushole, sondern auch andere Menschen dazu ermutige, dazu ermuntere auch, sich und ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und was das Lied genau für mich bedeutet, heißt Break My Stride. Erstmal geht es ja darum, meinen Schritt, also sprich, ich darf erstmal meinen Schritt finden. Was ist überhaupt, wer bin ich überhaupt? Was ist überhaupt mein Rhythmus? Was will ich überhaupt in meinem Leben alles so kreieren? Wie soll mein Tag auch ausschauen? Und was darf ich in den Tag auch einbauen, damit ich meine Stärken, damit ich meine kreative Ader, meine Schöpferkraft, die an jedem von uns steckt, dass ich die maximal anwende und mit der auch rausgehe, weil letztlich geht es ja darum, auch uns zu zeigen und auf andere Menschen zu wirken, einen Einfluss zu haben, ganz nach dem Gesetz des Mehrwerts. Ich will ja Menschen auch anzeigen, was mein Wert ist und kriege natürlich den als Mehrwert dann wieder zurück, je nachdem, was ich will, ob ich Kunden will, Geld oder was auch immer. Es geht aber darum, immer den ersten Schritt zu gehen, seine Stärken zu identifizieren und damit dann auch rauszugehen auf den Markt, um Menschen damit zu bereichern. Und ich fade jetzt mal rüber zu Conny, denn es geht ja, das ist für dich ja auch ganz wichtig als Musikerin und dann zu verstehen, wie komme ich so in meinen Rhythmus, wie kommst du in deinen Fluss, Conny? Teil es doch mal kurz mit uns. Ziemlich geil, was du mal sagst. Also wer es noch nicht von mir weiß, ein kleiner Insight, seit 2004 lege ich auch auf als DJ. Ja, ich liebe auch dieses Reinfäden und das Mixen. Oh, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Wir sind ja hier ganz entspannt.
Ja, genau. Also es geht ja darum, die stelle ich dir, Conny, aber ich stelle auch unseren Zuhörern, ist, wie schaffe ich denn es festzustellen, dass ich, was mein Rhythmus ist, was meine Schrittfolge ja auch ist. Und das hat ja auch damit zu tun, wie ich in diesen Fluss komme, was immer alle davon reden, so ich bin im Flow. Wie schaffe ich das, in diesen Flow zu kommen und dass mich auch niemand rausreißt, weil darum geht es ja auch in diesem Lied. Wenn ich wirklich bei mir bin und fest verankert bin, dann schafft es auch keiner, mich rauszureißen. Und das ist für mich die Kunst, dann auch erfolgreich zu sein, weil ohne diese Fähigkeiten zu schaffen, dann eben reinzukommen in diesen Fluss, kommt man meistens nicht weit. Ja, danke, dass du nochmal wiederholst. Ja, für mich haben da super Sachen wieder drin gesteckt. Ich fange mal mit dem an, mit dem Rhythmus. Da habe ich zwei Aspekte, die ich hier total reinbringen möchte. Das eine ist, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte, ist das okay? Über 10 Jahre Vocal Coach und ich begleite eben Sänger auch ganzheitlich als Stimmtherapeutin und Rhythmus ist immer ein Thema bei den Sängern, vor allem die Sänger, ja, vor allem wenn sie dann anfangen in einer Band zu spielen, ja, und die meisten kotzen ab, wenn der Sänger den Einsatz nicht findet, wenn er nicht weiß, so, das war jetzt entweder zu früh oder zu spät. Und aus ganzheitlicher Sicht kann ich euch dazu erzählen, dass eben das sehr viel mit eurem eigenen Rhythmus zu tun hat. Also Menschen, die zu mir in mein Coaching kommen und Rhythmusprobleme haben als Musiker, da frage ich immer, wie ist denn dein Rhythmus im Leben? Ja, das kannst du 1:1 übertragen. Und gehen wir mal aufs Unternehmerische. Wenn du noch Angestellter bist und gerade zuhörst und sagst, ich habe aber irgendwie einen Traum und vielleicht möchte ich in die oder die Richtung oder möchte mir das nebenbei aufbauen, da hast du von außen noch jemand, der dir den Rhythmus vorgibt. Oh, du musst um 7.30 Uhr da im Büro sein oder wo auch immer du hingehst. Ja, da gibt dir von außen jemand diesen Rhythmus vor. Vielleicht bist du verheiratet, Mann, Frau, ja, egal. Wir sind offen für alles hier. Wir sind frei, aber wer gibt dir da den Rhythmus vor? Wann musst du daheim sein zum Essen? Ja, vielleicht hast du Kinder, ja, die wollen spielen. Ja. Und natürlich denkst du dann immer, dass das im Außen irgendwie bestimmt ist. Und wir arbeiten hier sehr mit diesen Gesetzen des Universums und wir sagen, nee, das ist dieser andere Aspekt, wo ich rüber wollte. Der zweite ist, du hast dir diesen eigenen Rhythmus erschaffen und kreiert. Ja. Napoleon Hill nennt das auch hypnotischen Rhythmus. Also ein Buchtipp von mir gebe ich da gleich mal rein. Im Englischen heißt es Outwitting the Devil, der geheime Erfolg, Weg zur Freiheit und Erfolg. Unbedingt lesen als Unternehmer und wie du eben diesen Teufel in dir selber drin besiegst, ja, der sich diesen eigenen Rhythmus erschaffen hat, der die eigenen Gedanken denkt, der immer wieder die gleichen Gewohnheiten hat. Ja, kleines witziges Beispiel, was ihr morgen mal anders machen könntet, wenn ihr das Video seht, ist, ja, ich mache immer das Gleiche, wenn ich aufstehe, mache ich gleich, was weiß ich, die Medi an und steht doch mal auf und geht sofort und tut Zähne putzen. Keine Ahnung, macht mal was komplett anderes, als was ihr sonst macht, ja. Und ihr bestimmt es. Und ich möchte auch mal auf, ich werfe jetzt einen neuen Aspekt rein, wo, bevor ich wieder an dich zurückgebe. Morgenroutine, ja, hatte ich früher gar nicht. Ja, gibt mir sehr, sehr viel Rhythmus und sehr viel Klarheit, weil ich erstmal Zeit mit mir selber verbringe. Jetzt schreien schon alle, ja, aber ich habe Kinder und so, ja. Zweiter Buchtipp von mir ist Miracle Morning von Hal Elrod. Ich habe viele meiner Kunden, die echt sich eine halbe Stunde vor ihren Kindern den Wecker stellen und das trotzdem machen. Und die Short-Version ist 6 Minuten aus dem Buch. Ja. 1 Minute Stille, 1 Minute Lesen, 1 Minute Affirmationen sprechen, 1 Minute das. Doch bitte, be careful. Auch das, was ich erlebt habe dazu, macht das bitte nicht zu starr, nicht zu eng. Ja. Schaut da mal ein bisschen, dass es euch einfach nur helfen soll, in einen guten Rhythmus für euch zu kommen. Ja. Und also mein Step, den ich jetzt immer mache, ist irgendwie 20-20-20. Da gibt es verschiedene Modelle da draußen. Finde das, was für dich passt. Aber mit dem Ziel, weil wir ja gern von Zielen sprechen,
das hilft mir, meinen Rhythmus zu finden. Es hilft mir, diese Schritte zu finden, wie du gesagt hast vorher. Es hilft mir, über den Tag den Rhythmus vielleicht auch zu halten, wie bei einem Song. Ja? Da geht es nicht darum, dass ich nur den Einsatz, den Tag gut anfange, sondern ich will ja den ganzen Song den Rhythmus halten bis zum Ende. Und wenn du es aufs ganze Leben überträgst, jeder Tag ist ein geschlossener Kreis in sich, ja, ein Leben und immer wenn wir einschlafen, auch ein Sterben wieder, ja, und wieder ein Auferstehen am nächsten Tag. Und wenn du es auf dein ganzes Leben überträgst, natürlich auch, dass du dann mit dem letzten Atemzug diesen Rhythmus des Lebens gehst. Und das wäre jetzt meine Frage an die Zuschauer noch. Gibt es da Rhythmus, Gewohnheiten, Patterns, wie wir so schön sagen, Rhythmik-Patterns, die sich gut anfühlen und du sagst, ja, läuft, ja, Beziehung läuft, Geld, Unternehmen, Kunden, was auch immer, ja, Sport, was macht dein Waschbrettbauch, ja, oder gibt es Patterns, wo ihr sagt, ah, die schaue ich mir doch lieber nochmal an, ja, vielleicht sind die aus dem Rhythmus gekommen. Und damit gebe ich mal ab, das waren meine Tipps und Tricks zu Break My Strike und vor allem ja, unstoppable werden. Also ich finde das englische Wort fast besser als das Deutsche. Also dieses Unbesiegbare, einfach, ich möchte eigentlich nur eine Sache noch sagen. Ja, ich bin auch viel hingefallen im Leben. Na? Es geht darum, einfach wieder aufzustehen. Ja? Und dieser Weg, dein Unternehmen aufzubauen, dein Leben zu leben, deinen Traum hier auf diese Erde zu bringen, hat Höhen und Tiefen. Darum geht es in dem Song auch. Und für mich ist Break My Strike nicht, dass ich nicht hinfalle oder dass es nicht mal steinig wird, da singen die auch drüber, sondern für mich heißt es, dass ich nicht liegen bleibe. Ja, dass ich einfach wieder aufstehe und sage, okay, weiter geht's mit Blick auf das, was ich hier aufbauen möchte. Das waren meine ganzen Tipps. Du hast das Wort. Ich höre dir zu. Hi. Überwältigende Tipps. Genial, Conny. Vielen Dank fürs Teilen. Ich sehe es genauso mit dem Hinfallen. Für mich ist die Devise, immer wieder besser zu fallen. Fallen ist ja nicht negativ zu sehen, sondern man darf ja auch aus Fehlern lernen. Man muss ja auch aus Fehlern lernen. Du lernst ja sogar vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, aus Fehlern viel mehr als eigentlich aus Erfolgen. Weil die Fehler, man tendiert dazu, Fehler zu analysieren. Erfolge analysiert man nicht. Man schaut nicht an, was hätte man vielleicht noch besser machen können, sondern sagt, die Fehler sind eigentlich das, wo da wirklich das Potenzial noch drinsteckt und wo man mehr wachsen kann und besser werden kann. Und daher auch, ja, danke für deine Transparenz und das Teilen auch von der Seite, die vielleicht manche nicht gerne betrachten, nicht diese Fehlerbehaftete und manches Versagen, was sich da auch auf seinem Weg dann mal zeigen darf. Was auch ganz wichtig ist für mich, ist, wenn du sagst, diesen Rhythmus zu finden, dass man auch immer mal wieder diese Pausen mit einbaut, was du auch genannt hast, diese Morgenroutine. Manche sagen dann, ich muss gleich von Anfang morgens funktionieren und losstarten. Nein, ich darf erstmal genau zu mir kommen, mir eine Klarheit verschaffen, wie schaut mein Tag aus, was möchte ich daraus machen, wie ist mein Rhythmus auch, dass ich auch über langfristige Zeit, weil wir reden ja auch aus unternehmerischer Sicht und wir sprechen mit dir hier, der das vielleicht auch schon lebt und leben möchte. Das Ganze ist ja eigentlich ein Lebenswerk. Wir sprechen hier von einem Lebenswerk. Es geht nicht nur, jetzt hier schnell Erfolg zu haben, dann bist du nicht an der richtigen Adresse, sondern es geht darum, hier ja wirklich was aufzubauen, was langfristig oder was lang anhaltend ist, was nachhaltig ist. Daher geht es auch darum, sich dann seine Ziele so zu setzen, dass sie auch deinen Lebenszielen entsprechen. Und wenn ich dieses Lebensziel mal identifiziert habe, wenn du es auch identifiziert hast, sonst kannst du gerne auch mal unter die Kommentare schreiben, ich lebe mein Ziel. Und wenn es nicht so ist, dann kannst du auch gerne auf uns zukommen oder speziell auf mich auch. Ich habe da so eine kleine einseitige Anleitung vorbereitet. Die schicke ich dir gerne über Instagram zu. Das ist die einfachste Möglichkeit. Also schreib mich gerne an. Aber für mich geht es darum, ich habe mein Ziel. Wenn ich mein Ziel fixiert habe und entspricht wirklich meinem Traumziel, meinem Lebensziel, dann finde ich auch Wege, mich in diesen Rhythmus, in meinen Rhythmus zu begeben. Und dann, wie es so schön in diesem Song heißt, Nobody gonna slow me down. Also niemand verlangsamt mich, niemand bremst mich. Wenn ich wirklich diese Idee in meinem Hinterkopf fest verankert habe, diese fest tief verwurzelt ist,
dann schaffe ich auch immer wieder aus dem Hinfallen, aus dem steinigen Weg, darüber spricht er auch in dem Lied, immer wieder Lösungen zu finden, diese Steine zu umgehen, besser zu fallen, mich geschmeidiger zu bewegen. Und es geht ja auch darum, zügiger voranzukommen, weil wir sprechen jetzt hier vom Musikmarkt, wir sprechen hier vom Coachingmarkt, der wird ja auch immer voller, es gibt immer mehr Menschen, die sich auch damit verwirklichen wollen und auch verewigen wollen, teilweise ja auch. Darum geht es ja auch. Ich will ja auch was hinterlassen, was ich schon vorhin gesagt habe. Es soll ja auch anhaltend sein, auch für die nächsten Generationen, dass sie auch was davon haben. So sehe ich es zumindest auch im Hinblick auf meine Tochter, dass ich ja auch was weitergebe dadurch in meinen Werken. Also ist für mich auch entscheidend, dass ich zügig vorankomme, weil eben dieser Markt immer fortgeschrittener ist, immer mehr sich entwickelt. Es kommen immer mehr Leute, die vieles wissen, die vieles teilen wollen, die auch sehr, ja, sehr inspirierend wirken, weil sie auch schon viel erlebt haben. Und letztlich zählt das für mich auch. Und was ja auch du als Musikerin oder als Musiker, du auch, Conny, selber mitteilst oder den Leuten mitgibst, ist ja deine Lebenserfahrung. Und sicherlich auch der Matthew Wilder hier, der Komponist des Lieds, hat ja auch seine Lebenserfahrung hier mit uns geteilt. Und darum geht es ja auch, dass ich aus der Erfahrung her auch mein Geschäft aufbauen kann. Ich brauche nicht die besten Diplome, die besten Abschlüsse, sondern alleine die Erfahrung für mich ist schon Gold wert. Und wenn man die teilt und wenn man aus den Fehlern, die seine Fehler auch mitteilt, den Menschen auch mitgibt, dann haben sie ja einen Mehrwert dadurch, weil sie es auch merken, weil sie spüren, dass man es selbst schon auch schon durchlebt hat. Ich bin nicht nur dieser Theoriemensch, sondern ich habe es auch praktisch durchgemacht. Und das macht mich dann authentisch, das macht mich auch glaubwürdig. Und das darfst du dir auch mal wieder bewusst sein und bewusst werden, dass es darum geht, ja, deine Erlebnisse mitzuteilen und deine Geschichte zu erzählen. Und darum, das wollen die Menschen, darum geht es eigentlich letztlich im Leben, um das Ganze halt regelmäßig zu machen, in deinem Rhythmus und auch mit einem gewissen Voraussicht, mit einem Plan. Das ist für mich auch so, was mir den Weg erleichtert, ist, dass ich mit, und was du auch schon gesagt hast, Conny, so in diesen Tag starte, auch schon abends mir Gedanken mache, so wie schaut mein Plan aus in meinem Rhythmus, wie kann ich mich möglichst geschmeidig, zielgerichtet fortbewegen, damit ich diesem Ziel, dass ich mit diesen Zielen leer komme. Und das alles fängt halt immer damit an, mich zu verstehen, was will ich überhaupt in meinem Leben, was ist so mein Erfolgsplan, was ist mein Rhythmus, wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen. Und dann heißt es einfach nur, los geht's, einfach mal machen. So, das empfehle ich dir auch, einfach mal losgehen, ausprobieren, bei dir selbst sein, dich zu experimentieren, nicht dich sofort festzulegen, sondern einfach mal die Dinge zu tun und zu schauen, was passiert. Wunderbarer Schlusssatz wieder von dir. Also just do it, hat schon Nike gesagt, ja, ein Weltkonzern, ja. An alle Sportler draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Einfach mal machen, einfach mal losfahren. Was ist dein Traum? Schreib es gerne in die Kommentare runter. Was möchtest du hier aufbauen und kreieren? Wo können wir beide dich vielleicht unterstützen? Entweder der Martin oder ich. Schreib uns einfach in die Kommentare. Und wer sagt, ja, ich bin total committed schon, der kann wirklich reinschreiben, okay, jetzt treffe ich heute und hier die Entscheidung, ich mache das einfach. Ja, ich gehe einfach los. Bei meinen Trainings war immer noch so, there is no try. Ja. Es gibt kein Versuchen mehr, weil auch viele sagen, ja, ich versuche jetzt den Ton zu singen. Das ist mein letzter Satz für euch. Ja, there is no try. Ja. Also du kannst nur was machen oder nicht. Du kannst nicht versuchen, den Telefonhörer anzuheben und den Kunden anzurufen, sondern du machst es, indem du die Nummer tippst und ihn dann am Hörer hast, ja. Also du kannst auch nicht versuchen, dir die Schuhe zuzubinden, du machst es oder nicht. Also there is no try, das ist einer der wichtigsten Sätze gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, auch mal reinspringen, auch einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie es wird, einfach machen. Ja, Martin und ich sind für dich da mit dem nächsten Video nächste Woche und ich habe nichts mehr zu sagen, außer beam up your business. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, Conny, für deine Inputs und deine super Botschaften, die du hier mitgeteilt hast. Hat dir Spaß gemacht mit dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann setz doch gerne ein Like drunter. Abonniere Connys Kanal, meinen Kanal. Wenn du mehr zum Thema Geschäftsentwicklung, Unternehmensentwicklung auch aus musikalischer Sicht erfahren willst, und dann bist du in unseren Kanälen genau richtig.
danke nochmal fürs dabei sein und ich freue mich aufs nächste Mal und kann nur sagen, geh deinen Weg weiter, ohne dich unterbrechen zu lassen. Yes. Ciao. Ciao.